Hallo Freunde, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir sind vorbereitet für die Nacht der Nächte, die heute Nacht steigen wird. Wir haben Tag 42. Die Plattform ist wieder in Ordnung und die ganzen Spitzen stehen auch. Ja, ansonsten hatte ich unter der Nacht ein bisschen Besuch. Ich habe mich sportlich betätigt. Da oben sieht man, dass so ein bisschen was fehlt von der Pipeline. Auf der anderen Seite ist sie schon weg. Habe ich mal angefangen wegzumachen. Falls ich hier ausbauen möchte, dass ich mir da oben eine schöne Plattform draufsetzen kann. Und ansonsten ein wunderschöner Sonnenaufgang. Wir haben noch ein bisschen Zeit tatsächlich. Die wollen wir nutzen und vielleicht eine kleine Runde machen. Motorrad lasse ich jetzt mal in der Tasche. Denn in der letzten Runde haben wir unser Auto gebaut. Unser 4x4-Truck ist da. Yippie, yay, yay. Nochmal angucken. Noch ist er schneeweiß. Aber schick ist er. Yes. Endlich, ich brauche irgendwas Kleineres in der Hand hier. Nice. Oder vielleicht nehme ich auch einfach nichts in die Hand für den Screenshot. Könnte ich auch machen. So. Auf die 8. Perfekt. So, und den müssen wir jetzt natürlich pimpen ohne Ende. Ich weiß gar nicht, ob ich oben Mods dafür habe. Habe ich tatsächlich vergessen nachzugucken. Aber jetzt sind wir im Big Game dabei. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Drohne. Und dann haben wir alles, was man an fahrbarem Zeugs und... oh Gott, wie sitzt der denn da drin? Das sah gerade ein bisschen komisch aus. Ach ja, ich lenke ja mit der Maus. Richtig. Und um das auszustellen, musste ich, glaube ich, ja, die linke Maustaste drücken. So, wir machen einen kleinen Ausflug. Gefolgt vom Geier, der jetzt im Auto festhängt. Interessant. Tatsächlich kam relativ viel Geier in der Nacht. Und sind mir auf den Keks gegangen. Die Vorboten der Blutnacht. Aber die nehmen wir mit, weil... damit können wir ja ganz wunderbar Beete machen und craften. Was ist das denn für ein Haus? Sieht auch interessant aus. Ich denke mal, mit dem Auto, also Motorrad war schon cool oder ist cool, werde ich auch weiter benutzen. Mit Auto ist man natürlich, was das Inventar angeht, nochmal ein bisschen flexibler. Ich muss mich noch an die Lenkung gewöhnen. Und da bin ich mit dem Motorrad ein bisschen besser unterwegs. Ich überlegte gerade, ob ich hier rein will oder nicht. Deswegen bin ich da gerade mal rückwärts rumgecruist. Sieht das interessant aus? Weil wir haben ja nicht allzu viel Zeit. Ich will jetzt hier nichts Großes anfangen. Aber so eine Scheune könnte drin sein, oder? Könnten wir mal einen Blick reinwerfen. Wobei, hier waren wir, glaube ich, schon. Ja, kommt mal her. Oh, feral. Ah. Auf jeden Fall eine gute Zielübung. Weil, wie man sieht, ich muss die Maus mal langsamer stellen, ich gerade unfassbar schlecht geschossen habe. Alter Schwede, das darf mir in der Nacht nicht passieren. Dann kostet das zu viel Munition. So, ist hier irgendwas versteckt, was von Wert ist? Ich glaube nicht, oder? Nee, das sieht nicht wirklich danach aus. Schade. So, jetzt nicht noch den Knöchel verstauchen oder sowas. Runter sollst du schon. So. Was verbergt ihr hier vor mir? Wasser, kein Benzin, okay. Lehm. Scheinwerfer. Eine Waffentasche. Raketenwerferteile. Muss die auch mal zusammenklöppeln. Buch für Fahrrad. Und was haben wir hier? Bestimmt irgendwas, wo ich mir die Haxen brechen kann. Da unten ist Stroh, wenn ich mich nicht täusche.
Kann ich da jetzt drauf springen oder breche ich mir was? Wir testen das. Geht noch. Ja. Ein Sprungturm halt, ne? Oh, eine 6er Pistole. Nice. Falls ich mal wieder Gäste habe, habe ich jetzt noch eine. Also, Grüße gehen raus an Nevandon und Alex. Wenn ihr mal wieder Bock habt, kommt vorbei. Ich bin gewappnet. Ich habe sogar die guten Waffen für euch. Gut, die AK, die 6er, die hat Alex ja selber gefunden. Das ist ja nicht mein Verdienst. Das war ja seiner. Oh, eine 5er Knarre habe ich schon, aber okay. Dann darf das Auto stehen bleiben. Das hat mir gute Dienste erwiesen. So, also im Auto bin ich besser mit der Pfeiltastensteuerung. Ups. Beim Motorrad kann ich es besser andersrum. Ja, ja, ja. Nee, komm, lass mal sein. Alter Schwede. Ein Glück habe ich den gerade noch gesehen aus dem Augenwinkel. Oh, ein Buch, ein Buch. Was für ein Buch. Das sah gut aus. Schrotflinten-Messiah. Erweitert die Menge an Munition, die du in deiner Schrotflinte haben kannst. Das finde ich gut. Benutzen. Das klingt doch fantastisch. So, dich muss ich jetzt aber hier mitnehmen, ne? Kann ich ja nicht liegen lassen, das geht nicht. So, und dann können wir nämlich da hinten an dem Stand nochmal nach Saatgut schauen. Da wieder was nachgespawnt ist. Aber es ist, glaube ich, noch nicht so lange her, dass ich hier war. Mal gucken. Ah, doch, ist wieder voll. Sehr schön. Warenkorb leer. Kürbisse. Noch irgendwas? Einkaufskorb? Ach so, da kann man immer wieder reingreifen, alles klar. Hey, ist ja nur der gute Kramste. Warte mal, da steht doch noch eine Blaubeere. Habe ich, nee, eine Kartoffel, habe ich die beim letzten Mal vergessen. So geht's nicht. Ach, Nester sollte ich doch durchsuchen. Ich habe es jetzt sein lassen, weil ich mir gesagt habe, naja, Federn brauchst du ja nicht mehr. Aber ich brauche ja Eier. Also auch Nester wieder mit aufs Programm nehmen. Was ist das denn hier für ein Pferdehänger? Nice. Oh, schönes Unterhemd. Das wird mir hier unglaublich viel nützen. Der Hinterhof sieht irgendwie verdächtig aus. Ach, das ist der Veterinär. Da waren wir immer noch nicht drin. Könnten wir aber mal einen Blick reinwerfen, finde ich. Es ist 7.36 Uhr. Wir haben ja noch Zeit. Ich hole mal das Auto und entmülle mich. Und hier habe ich mich mal hochgeframed. Weil hier ein Bär war, ne? Da war was. So, packen wir das mal alles rein da. Alles drin in den Kasten und da geht jetzt auch eine Menge rein. Und das Benzin kommt da auch rein. So. Einsteigen. Der Motorrad kommt mir noch einen Ticken schneller vor, muss ich sagen. So, wo können wir denn hier mal Hallo sagen? Wo sind die Hundis? Sie haben doch bestimmt auch Hunde hier, oder? Ich mag keine Hunde. Irgendwie was im Regal? Nein. Okay. Eine Fackel, die nehme ich mal mit. Dann brauche ich keine bauen, falls ich eine
benötige. Den kann man hier auseinanderschrauben, okay. Komm, ich nehme jetzt mal so eine Topfpflanze mit. Was habe ich denn hier sonst immer? Meine... Oh, die habe ich jetzt ins Auto gepackt. Ich sollte die Frames mitnehmen. Die braucht man ja immer mal wieder. So, danke. Na, hier gehe ich auf jeden Fall. Mit einer AK rein. Tapst da nicht noch was rum? Ach, da oben ist so ein Geier, oder? Legt sich da jemand durchs Holz? Ist da jemand draußen? Will da jemand rein? Ich höre euch doch. Ach du! Und irgendwo war so ein Fliegetier. Da. Ha! Geht doch wieder mit dem Zielen. Muss nur wieder ein bisschen üben. Haben sie zufällig irgendwo Säure versteckt? Das wäre grandios und großartig. Warte mal, wir haben gelevelt. Wie viele Punkte haben wir denn? Einen. Wo war denn das Looten? Glücklicher Sammler. Braucht Level 5. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Richtung, würde ich sagen. So, den haben wir. Mit einer Axt abschlagen. Ich habe keine Axt. Eine Steinaxt. Zählt die auch? Dass man so alles auseinanderschrauben kann. Schon faszinierend. Den haben wir auch noch nicht. So, jetzt haben wir aber alle hier, oder? Okay. Hundi, Hundi, Hundi. Schlange. Aber keine Wuffis. Okay. Finde ich gut. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit diesem Tierarzt. Da oben steht noch so ein komischer Hundetransportkorb. Cappy. Okay. Okay, Tresor. Schade. Ja, wenn es dann einmal nicht geklappt hat, dann ist echt der Wurm drin, ne? Sag mal. Ich hol gleich meinen Bohrer. Oder eine Shotgun. Habt ihr mir auch den Tipp gegeben? Mit der Shotgun Türen aufschießen. So, jetzt habe ich dich. Oh, oh. Machete. Machete 5. Nice. Das heißt, ich kann mein Jagdmesser austauschen. Sehr schön. Und was haben wir hier? Nightstalker. Band 7. Pyjama Party. Zu Partys sollte man immer ein bisschen zu spät kommen. Füge schlafenden Opfern nachts mit Schleichangriffen 50% Schaden zusätzlich zu. Alles klar, mache ich. Geh hin. Hat sich doch schon gelohnt, hier vorbeizuschauen. Sehr gut. Hier komme ich wieder vorne raus, richtig? Es ist krass, wie viel Power diese Steinaxt hat. Wie komme ich da nach da oben? Muss ich mich hochframen. Und genau deswegen sollte man immer Blöcke dabei haben. Aber bis auf eine Blume und ein bisschen Karton sehe ich da tatsächlich nichts Interessantes. Okay, cool. Hier soll es aber weitergehen. Jetzt wird es interessant. Wer wohnt hier im Hof?
Ich will so einer, so ein toller Spidey. Also schlau sind die nicht, ne? Die springen immer über einen hinweg. War's das? Okay. Warum kann ich eigentlich nicht springen? Bin ich... Ist da was versteckt? Nein. Aber hier drin versteckt sich irgendwo jemand oder irgendwas. Oh ja. Oh ja. Da ist er. Da ist der andere. Noch jemand? Schlägt da gegen den Zaun. Okay. Halb so wild. 10.05 Uhr, Uhrzeit im Auge behalten. Na, das ist doch jetzt komfortabel, oder? Hupala. Was geht jetzt ratzfatz hier von der Hand? Nice. Wo komme ich denn hier rein? Irgendwie übers Dach? Nee. Okay. Dann halt durch die Wand. Oh. Vielleicht ist da was, was ich nicht kaputt machen möchte. Hallo, hallo? Nee, irgendwie ist hier nicht wirklich was. Versteckt ihr hier was? Du bist durstig. Können wir was gegen tun? Und benutzen. So, die können wir schon mal zerlegen. Aber ich sollte das Buch auch lesen, ne? Ja, bisher eher so Kleinkrams dabei. Weiß immer nicht, ob sich hinter diesen Strohballen oder Heuballen nicht doch irgendwo was versteckt. Meistens ja nicht. Aber manchmal kommt da eine Klappe oder so zum Vorschein. Die will man natürlich nicht verpassen. Beet. Hier waren die Hunde drin, würde ich mal meinen. Auch nur Federn. Hartes Holz. Kern genommen. Zeig mal her. Ach, so einer bist du. So ein Kapuzenmann. Bisschen Zielübung. Uhr. Ich kann mal einen Blick reinwerfen. Hallo? Ich bin fest. Lass mich raten, der die Decke bricht ein. Ja, so ähnlich. So hatte ich es nicht erwartet, aber... Oh, ein Ei. Ein Ei. Sehr schön. Oh, Messing. Messing nehme ich mit. Das auch. Den können wir zerlegen. Und du hast hier nur einsam und allein in dieser Nische gehockt. Okay. Kann ich noch irgendwas zerlegen? Aktuell nicht. Sagen wir mal unten hallo, wa? Hallo. Wer wohnt denn hier? Ups. Das war laut. Tolle Stiefel.
Das kam mir nicht überraschend, aber sowas ähnliches. Das Müll. Was? Wo kommt ihr denn her? Ach, von draußen. Da haben wir jetzt keine Zeit für. Pinners. Müsst ihr euch schon sputen. Oh, was haben wir hier? Eine Frack-Rakete. Zerlegen. Okay, irgendwer ist noch über. Papier. Wie sieht's hier aus? Oh, Bücher. Oder so ähnlich. Ja, dann lassen wir die doch mal fallen. 11.52 Uhr. Kann man den auseinanderschrauben? Yo! Okay, cool. Na, du brauchst da hinten noch eine Weile, ne? Muss ich glatt mal gucken. Hier mal einen Platz schaffen. Können wir zerlegen. Die gebe ich nicht mehr weg. Machen wir zwei Plätze frei. Könnte knapp werden. Die essen wir direkt. Lecker Katzenfutter. Nam, 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 nam. Säure, Freunde. Säure, das wär's. Eine Portion. Oh yeah. Ich weiß, Flo, bitte nicht singen. Ihr könnt's gleich trinken. Haben wir endlich Ruhe. Ist hier noch was versteckt? Jawohl. Ein Glas. Gläser sind fantastisch. So, dann nehmen wir dich noch mit. Zerlegen. Tja. Das war's, hä? Komme ich jetzt raus? Ich würde sagen, hier waren wir schon. Nein, nicht dagegen hauen. Abschrauben. Wo ist es, das Messing? Ach, hat er direkt... Ah, direkt gestackt. Ach, da oben ist noch ein Poppenpill. Oh, Benzin. Benzin ist jetzt mehr als gerne genommen. Hier war noch ein Müll. Habe ich den durchsucht? Nein, natürlich nicht. Was ist das? Sandsack. Da muss ich aber erst ans Auto. Nee, hier waren wir noch nicht. A Big Mama. Gott! Erschreck mich doch nicht so. Kätzchen. Komm doch mal hierher. Hier bin ich. Ja, genau. So. Komm ich an dich ran mit der Machete? Von hier vielleicht? Ja. Nice. Sehr gut. Mann, habe ich mich verjagt. Alter Schwede. Wo ist mein Auto geparkt? In die Richtung. Okay. Der Gegenstand muss repariert werden. Okay, alles klar, mach. So. Oh, ich bin ja ganz schön weit hier hinten. Hallo Hühnchen.
Sei froh, ich habe mehr als genug Zeugs in der Tasche. Einmal ausladen. So. Alter Schwede, da geht aber ja richtig viel rein. Also wirklich um einiges mehr als ins Bike. Das hatte ich so nicht auf dem Zettel. So, dann machen wir das hier jetzt noch vollständig. Dann machen wir hier einen Abflug. Hui. Munition, sehr gut. Oh, ein Militärhelm. Allerdings keine hohe Stufe. Mensch, hier ist ja richtig was los. Ist down. Ist down. Ist nicht down. Ups. Ist down? Ja, okay. Und dann haben wir hier noch eine Kandidatin. Oh, das sieht nicht gut aus. Und da haben wir noch einen... Ach nee, der steht da so doof. Sah aus, als wäre das ein Hund. Auch ein interessantes Gebäude. Ja, die werden wir hier alle durchgehen, würde ich sagen. So, vergessen habe ich, glaube ich, nichts. Dann geht es jetzt zurück in die Base. Es ist auch schon 14 Uhr. Dann kann ich noch ausladen und das Auto saven. Wo wohne ich? In die Richtung. Und dann bereite ich mal für die Nacht vor. Ah ja, da hinten wohne ich. Wunderbar. Das heißt, wir sehen uns dann wieder... Wenn die Nacht beginnt, würde ich sagen. Und bis dahin, ja, mache ich hier alles fertig. Also, danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Lasst mir auch sehr gerne einen Daumen da. Würde ich mich drüber freuen. Und wenn ihr neu hier seid, für den Kanal ein Abo auch sehr gerne genommen. Ich danke euch und wir sehen uns in der Nacht wieder. Bis dahin, ciao, ciao.